Ja, moin Pyrus, willkommen zum neuen Unboxing. Wir nehmen uns heute hier mal diese drei kleinen Pakete vor. Ich habe hier ein bisschen was bestellt und ja, das werden wir mal auspacken. Wir werden uns zuerst das Kleine hier nehmen. Das ist auch das Speziellste, würde ich mal sagen. Hier ist ein richtig saftiger Artikel drin. Hier, damit ist dann auch die erste Box schon durch. Und ich weiß nicht, ob das geschulte Auge schon was erkennen kann. Aber wir haben hier richtig geile Color Salut. Und nicht nur richtig geil an sich, sondern auch die Packung. Einfach absolut top erhalten. Wirklich 1A Zustand, wie frisch, ja, ich wollte gerade sagen gedruckt, aber gepresst. Ja, da kann man auf jeden Fall nichts mit verkehrt machen. Absolut top. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm die haben. Top-Dinger. Wenn ihr die irgendwo noch seht, krallt die euch. Ja, sind natürlich sehr teuer. Also der Preis ist wirklich nicht mehr lustig. Dann kommen wir zum zweiten Paket. Hier sind ein paar Lupos drin. Das weiß ich schon, weil das von einem anderen Kollegen gekommen ist. Wir haben hier zuerst Lupo Grün. Das sind alles die P1 Lupos, also alles frei erwerbbar, wenn man die noch irgendwo kriegt. So sieht der Spaß hier aus. Ein ganz normaler Lupo im P1, unterscheidet sich nicht zu den anderen. Haben wir zwei Stück drin. Dann kommen wir zur nächsten Packung. Und zwar haben wir hier die nächsten und das sind Lupo in Rot. Das sind 9 Stück, steht auch drauf, 9-mal roter Lupo. Gilt das gleiche wie eben, hier steht 1 Gramm drauf, aber allein der Vorbrenner ist ja schon über 1 Gramm. Also weiß ich nicht, wie viel da tatsächlich drin ist. Hier guckt auch eine Lunte raus, kann man ja mal anzünden. Wird bestimmt extrem lustig sein in der Wohnung. Ja, von der Verarbeitung auf jeden Fall auch, wie man es kennt von den Lupos, sehr, sehr hochwertig. Ja, also kann man überhaupt nichts mit verkehrt machen. Ja, wie gesagt, die sind alle im P1. Dann hatten wir jetzt die grünen und die roten. Dann haben wir hier die blauen Lupo. Müssten auch 9 Stück sein. Ne, das ist tatsächlich eine ganze 10er-Box. Also 10-mal Lupo, P1 in Blau. Ja, auch hier, der ist. Na, ich dachte gerade, der wäre deutlich schwerer. Hatte ich gerade irgendwie. Ja, falsches Gefühl, aber. Ja, auch hier, ne? Ganz normale Lupo. Dann haben wir hier nochmal Lupo Blau. Das sind dann aber jetzt. Ja, ist ein einzelner, 11-mal Lupo Blau, 10-mal mit den anderen da und den hier. Da haben wir 9-mal. Ja, der Crackling und der Strobe, den habe ich jetzt leider nicht, aber ist ja nicht schlimm. Und dann werden wir uns jetzt hier das größte nehmen. Das halte ich hier mal ein bisschen so an der Seite. Hier haben wir zu Beginn auf jeden Fall 2-mal Funke C drin. Das ist der Spaß hier. Ja, die sind natürlich im P1. Die Losnummer ist 23C, 12,5 Gramm. Dann haben wir hier Speedbirds, 4 Stück, 2-mal von Nico. Ja, Aufstiegseffekte, kleine Vögel, die sind aber auch sehr klein scheinbar. 1,5 Gramm pro Stück, 6 Gramm insgesamt, will ich jetzt nicht aufmachen, ist ja noch original verpackt. Das war auf jeden Fall dazu, interessiert eh die meisten nicht. Dann haben wir hier ein paar Dragon Crackers, 5,1 Gramm F2 von Leslie, wie es aussieht. Ja, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ne, GBV Weco. Bla bla bla, ja, auf jeden Fall das dazu. Dann haben wir noch ein paar Vögel. Hier sind einige Vögel bei. Ne? Hier nochmal die von Nico in Groß aus diversen Sets bekannt. Turbowirbel 9,8 Gramm. 20 Gramm circa insgesamt sind 2 Stück drin. Lassen wir es mal damit. Dann kommen wir hier nochmal zu ein paar Vögel. Also hier ist echt eine Menge an Vogelgelumpe drin. Und zwar die Vampir. Die sind von Classic, wie es aussieht. Ja, Classic. Rotating Flyer Effekt und das ganze Zeug befindet sich in F2 Zulassung mit 36 Gramm. Ja, Design in Rot gehalten. Hier noch soll wohl ein Mond oder ein Auge darstellen oder irgendwie beides. Ja, dann kommen jetzt glaube ich die letzten Vögel. Das sind welche von ja, hier Schmellack oder wie, keine Ahnung. Die Polen lachen sich jetzt wahrscheinlich tot, auch von Klasek. Okay, könnte tschechisch auch sein. Ja, hier sind 6 Stück drin, wie es aussieht. Haben wir hier auch 36 Gramm, also 6 Stück pro, also 6 Gramm pro Stück. Ja, werden wir mal gucken. Vielleicht teste ich sowas, aber sowas interessiert eh keinen. Dann kommen wir zu einem richtig saftigen Böller und zwar den Crazy Robot bzw. Crazy Robots. So sieht das Ding aus. Ja, sehr bekannt, sehr beliebt und wir haben hier tatsächlich den MVP. Ja. 6 Stück, ja klar, 6 Stück, 12 Stück mit 60 Gramm insgesamt sind 5 Gramm pro Stück. Hier nochmal Uwaga, also Achtung, MVP, the best in Poland. Ja, also absolute Klassiker-Böller, leider sehr, sehr selten zu bekommen.
Dann noch was von Fünke, wie ich sie immer nenne. Thundercrackers A. Auch sehr bekannt. Ist auch BKS mit drin, soweit ich weiß. 4,8 Gramm, 2017er 17A Charge hier. Ja, kauft euch. Ne? Dann haben wir einen schönen Klassiker, den man aber leider in dieser Version sehr verranzt hat. Und zwar der FP3 von Jorge mit ganzen 1,8 Gramm. Also, ja. Naja, egal. Hier haben wir es nochmal. 36 Gramm sind leider trotzdem F3, 23er Baujahr hier. Ja. Der grüne Vorbrenner ist uns immer noch erhalten geblieben, aber der Knall ist halt einfach Grütze. Dann kommen wir zu La Bomba 2007 Bombridge. Ja, auch hier 2,5-3 Gramm oder so hat das. Das sind die gleichen wie die einzelnen hier schon. Oh, hier klebt irgendwas. Ja, und deswegen gibt es da nicht viel mehr zu erzählen. Hier Color Salut Zinsprojekt mit dem falschen Aufdruck. Hier nochmal in deutscher Beschreibung, so mehr oder weniger. Auch alter Klassiker. Kommen wir zu etwas neueren PS2 von Enigma bzw. ARPI und was weiß ich was. Ne? Auch schon des Öfteren jetzt gesehen. P1, 2 Gramm pro Stück, 40 Gramm pro Packung. Gefolgt vom nächsten Artikel und zwar den Screaming Demon, schon eine Rarität von Salon Roger Fireworks. Ja, belgisches Produktionsding, also der Böller. Ne, wir haben hier, glaube ich, 2,5 Gramm, ja, wir haben hier 25,5 Gramm, Cut P1 und auch hier ein sehr geiles Ding, ein Pfeifverbrenner bzw. Schreiverbrenner und ein richtig krasser Knall, richtig gut. Generell Salon, wenn ihr da was seht, wirklich einfach zuschlagen. Kommen wir zu einem ja, Cracker-Paket bzw. ein Schinken und zwar haben wir hier die Super Crackers, ja, Importeur, bla bla bla, made in China. Und ja, wie alt das Gelumpe genau ist, weiß ich nicht, ist aber auch jetzt nicht sonderlich viel wert, aber er ist auf jeden Fall gut erhalten geblieben. Zur NEM kann ich euch auch nichts sagen, hier steht nämlich nichts drauf, aber die werden wohl irgendwie so unterm Gramm haben, denke ich mal. So, kommen wir mal was aus dem Hause Weco als nächstes in die Hände, und zwar die Pegasus Fontäne, 2,99 bzw. mittlerweile glaube ich schon 3,99 bei Aldi. Ja, 4 Meter, 55 Sekunden. Wir haben hier, glaube ich, 80 Gramm oder so was drin. Ich weiß es gar nicht. 165 Gramm sogar. Naja, mehr als erwartet. Ja, bleibt nichts weiter zu erzählen. Dann eine schöne alte Klassiker-Legende hier. Und zwar die Strahlensonne von Komet. Damals in vielen Sets drin gewesen. Heute eigentlich, glaube ich, nirgendwo mehr drin. Wie alt die jetzt genau ist, weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja. Und damit lassen wir das auch mal an der Stelle. Ist noch alles zu hier an der Seite. Gucken wir mal. Dann haben wir hier nochmal einen richtig fetten Böller und zwar den Exploder 5. Auch hier altbewährt TP2, TP4, TP5. Absolute Klassiker. Das ist der einzige, der kein Vorbrenner hat. Der tatsächlich 4,5 Gramm pro Stück. Absoluter Knall. P1 Zulassung sind 22,5 Gramm in dem Fall auf der Packung hier. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Dann kommen wir zu einer Packung Kubis. Und zwar aus dem Hause Nico Feuerwerk. Ja? Und zwar hier mit Sicherheitszündschnur. Also die sehen jetzt echt nicht so geil aus. Gerade der hier, der ist irgendwie geplatzt oder so. Und hier auch ein bisschen Schimmel. Weiß ich nicht, muss ich selber mal reingucken. Ja, könnte Kleberschimmel sein. Man hört es auf jeden Fall gut knistern. Ja, so sieht das Ding aus. Wir gucken mal, 18 Jahre, das ist uns bewusst. 3,8 Gramm pro Stück. Bei 10 Stück sind das halt ja, 38 Gramm hier. Dann kommen wir zu weiteren Kubis aus dem Hause Keller. Und zwar die Cubic Thunder. Auch gute Dinger. Ja, die wollte ich schon immer mal haben. Ich habe die tatsächlich nie irgendwo bekommen. Entweder waren sie ausverkauft oder ja, der Preis war mir ein bisschen zu hoch. Jetzt habe ich sie hier für einen guten Preis auf jeden Fall bekommen. Ja, die haben F2-Zulassung. 18 Gramm haben die. Ui. Ja, das macht 6 Gramm pro Kubi. Also das ist schon echt ordentlich. Ja, da gucke ich mal. Ja, also das ist echt nicht schlecht, wenn da wirklich so viel Gramm drin sind. Ja, ich hoffe, die Hälfte ist da noch drin und ist nicht ausgelaufen. Dann kommen wir zu einem Dynamite-Bag von Weco. Auch sehr bekannt, sehr beliebt. Aldi 1,99 immer. Leider ja jetzt teurer geworden und als Pappverpackung. Wobei ich sagen muss, die Pappe gefällt mir halt dann doch deutlich besser irgendwie. Ne? Ja, hier ist leider schon ein bisschen dreckig, aber ja, nicht schlimm. Wir haben China D. Nochmal China D Super 1 haben wir hier. China A
Kracher und China B mit 56 Gramm auf die ganze Packung. Ein paar Mikro-Rockets, ja, Squee-Mikro-Rockets, nichts Besonderes. Ja, ist aus dem Hause Classic und hat gerade mal 6 Gramm. Das ist halt echt nicht viel. Trotzdem K2. Die volle Dröhnung. Ja. Ist schon echt cool. Auch noch mit den Drachendesigns finde ich sehr geil. Da haben wir ein D. Packet Cracker, auch sehr cool. Das sind 3 Stück, wie es aussieht. Super Böller A bzw. Super Böller 1. 12 Gramm, also 4, nee, 3 Gramm pro Stück. Sind ja 4 drin. Hier haben wir nochmal Böller A. Zweimal. Und nochmal D hier oben. 53 Gramm. Ist jetzt nicht die Welt, K2, ganz normal, wie man es aber kennt. Und damit sind wir dann auch durch mit unseren, oder mit meinen 3 Paketen. Das ganze Gelumpe jetzt. Hier sind ein paar Böller und ja, wirklich, also das ist echt richtig geil. Bis zum nächsten Video. Ich lauf wie ein G durch die Stadt, in den Jeans ein paar Tausender. Hab's verdient, hab's geschafft, ich lass hinter mir Traumata. Ich bin real, bis ins Mark, sie will chillen, weil ich Aura.